Ja, der Name dieser Killerpilze ist eigentlich ziemlich harmlos. Candida auris heißen die Hefepilze, aber sie sind tödlich. Und sie treiben gerade ihr Unwesen auf der ganzen Welt. Seuchenzentralen warnen vor diesen Killerkeimen und tatsächlich, die Opfer sind diesen Pilzen wehrlos ausgesetzt. Wegen dieser Pilze mussten bereits ganze Intensivstationen geschlossen werden. Und sie sind wirklich ziemlich mysteriös, denn eine Untersuchung der Pilze sorgte für ein sehr, sehr seltsames Ergebnis. Woher die Killerkeime kommen und warum Behörden weltweit so machtlos sind, jetzt in Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Ja, zum ersten Mal entdeckt wurden die Hefepilze Candida auris durch einen Ohrabstrich einer japanischen Patientin. Das war im Jahr 2009 und seitdem sind die Pilze tatsächlich nicht mehr zu stoppen. Nur wenige Zeit später hatten sich die Pilze bereits nach Südkorea, Kuwait, Südafrika, Indien und auch in die USA ausgebreitet. Und Forschungsteams weltweit und Behörden können nicht viel mehr als hilflos zusehen. Fest steht, Candida auris hat es besonders auf Menschen mit schwachem Immunsystem abgesehen. Die Opfer sind also zum Großteil Patienten und Patientinnen in Krankenhäusern, denn das Immunsystem gesunder Menschen schafft es, die Pilze abzuwehren. Schlimmer dagegen trifft es die ohnehin geschwächten Opfer. Die Todesraten liegen, Achtung, zwischen 50% und 70%. Doch kann man oft nicht genau sagen, ob die Killerpilze den Tod der schwerkranken Menschen tatsächlich verursacht haben oder eben nur beschleunigt. Und obwohl uns Candida auris bereits seit 2009 bekannt ist, sind Medizinerinnen und Mediziner weltweit quasi machtlos. Denn die Killerkeime sind zum einen sehr schwer zu identifizieren und zum anderen sind sie resistent gegen fast alle Mittel, die man ansonsten gegen Candida-Infektionen einsetzt. 2016 schlug die amerikanische Gesundheitsbehörde Center for Disease Control and Prevention, CDC, dann Alarm. Bis dahin gab es bereits 7 Fälle in den USA, von denen 4 tödlich geendet waren. Mittlerweile sind 174 Infektionen in 10 US-Bundesstaaten bekannt und in Großbritannien mussten bereits komplette Intensivstationen geschlossen werden. Mehr als 200 Menschen sind dort an Candida auris erkrankt. Einen großen Ausbruch gab es 2015-16 in einem medizinischen Zentrum für Herzchirurgie in London. Im vergangenen September reagierte dann auch das Robert-Koch-Institut hier in Deutschland und rief zu erhöhter Aufmerksamkeit bei Candida auris-Fällen auf. Dass die Hefepilze in Deutschland bislang nur in Einzelfällen nachgewiesen wurden, liegt nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts wohl auch daran, dass sich die Identifizierung von Candida auris in Routinelabors schwierig gestaltet. Deswegen sei von einer Untererfassung auszugehen. Zumindest ein Erfolgsergebnis kann die Forschung jedoch im Kampf gegen die Killerpilze verkünden, und zwar wurde mittlerweile das Erbgut entziffert. Doch auch dabei hielt Candida auris Überraschung für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bereit. Das ist wirklich sensationell. Zum einen konnte in keiner Pilzprobe, die vor 2009 archiviert wurde, eine Spur des Killerkeims nachgewiesen werden. Das ist tatsächlich ein Hinweis darauf, und zwar ein sehr starker, dass diese Hefepilze tatsächlich erst im Jahr 2009 entstanden sind. Kurz bevor die Ärzte diese Pilze im Ohr der japanischen Patientin das erste Mal aufgespürt hatten. Bei vielen Erregern ist das anders. Sie verbreiten sich lange Zeit, ohne erkannt zu werden. Die große ungelöste Frage, die über allem steht, woher kommt Candida auris und warum bricht diese Pilzinfektion gerade jetzt aus? Bisher gibt es keine Antworten, sondern nur Indizien. Fest steht jedenfalls, Pilze sorgen immer wieder mal für verheerende Seuchen bei Menschen, aber auch bei unterschiedlichen Tieren wie Bienen, Fröschen oder Fledermäusen. Überrascht sind Forschungsteams weltweit zudem von einer weiteren Erkenntnis, und das ist wirklich ziemlich verrückt. Die Gensequenz zeigt nämlich, dass dieser Killerpilz wohl gleich 4-mal unabhängig voneinander geboren worden sein muss, und zwar etwa zeitgleich. Die Unterschiede der verschiedenen Stämme des Pilzes sind einfach zu groß, als dass sie von ein und demselben Urahn stammen könnten. Dieser Umstand lässt uns fragen, was genau dafür gesorgt hat, dass solche Pilze vor etwa 10 Jahren gleich mehrfach zeitgleich aufgetaucht sind. Teams aus Mikrobiologen und Biologinnen hoffen jetzt, dass die Antwort auf die Frage gleichzeitig auch Hinweise darauf liefern wird, wie man Candida auris stoppen kann. Bis dahin bleibt den Labors und medizinischen Zentren nur eins übrig, sich besser auf die Hefepilze vorzubereiten. Datenbanken müssen aktualisiert werden und medizinisches Fachpersonal muss geschult werden, damit zumindest gewährleistet wird, dass die Killerpilze als solche diagnostiziert werden können. Ja, und jetzt kommt noch etwas Besonderes. Wenn ihr als allererstes Neues zum Thema und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an, denn dann erfahrt ihr vor allen anderen vom neuesten Video,
garantiert. Ihr könnt direkt Themenvorschläge machen oder andere Ideen vorschlagen. Der direkte Draht zu mir, einfach hier draufklicken. So, jetzt haben sich, Achtung, übrigens schon 2000 angemeldet und ich habe wirklich jede Nachricht beantwortet. Aber bitte nur wichtige Nachrichten schreiben. Und hier geht es weiter mit, dafür draufklicken, außerirdisches Leben. Leben entsteht viel früher als angenommen. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran. Wir sehen uns auf WhatsApp, also hören, schreiben und so weiter. Ihr wisst schon.